Okay, ich drücke. Den Knopf habe ich gedrückt. KG, abkürzt für klug. Oh, weil der bewegt sich eine ganze Wand. Los geht mit's Raketen. Ich komme schon nicht ärgern. Das Ding ist eigentlich genial für BTS, weil selbst wenn du Sachen trägst oder so, du kannst halt immer noch nebenbei filmen. Ja. Und es sieht halt, du kannst dir einigermaßen sicher sein, dass es halt relativ safe und stabil ist. So, ich gucke jetzt zwar nicht auf den Monitor, keine Ahnung, ob der Frame und ist. Du weißt ich, halt, ich weiß, es ist halt auf jeden Fall stabil, egal was ich hier gerade für Scheiße baue. Ja, wie gesagt, also der schaut es jetzt sowieso nur, wir drehen hier rum, du kommst praktisch da rein. Und sobald ich ja sozusagen die Bewegung zu Ende gemacht habe, du bist dann ja eh noch nicht da. Hatten wir schon um und dann gehe ich hinter dir mit weiter, weißt du? Das ist dann die nächste Szene. Also im Endeffekt brauchst du nur erstmal reinkommen, straight. Ich trau, wenn sich der Autofokus mal beruhigt. Steadicam haben wir schon gedreht und ich bin aber sehr unzufrieden mit dem Material und mit den Erklärungen. Deswegen drehen wir das jetzt nochmal und zwar in sehr, sehr cinematisch und einfach mal anders, weil wir auch aktuell ziemlich geile Technik im Studio haben. Das würde ja reichen. Ja. Soll ich in die Kamera gucken? Nee, guck mal. Geil, ja, mach einmal mit und einmal ohne. War's geil? Ja. Aufnahme im Fahrstuhl umdrehen. Aufnahme mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Du bist ruhig. Ich muss nur erstmal Licht anmachen. So, jetzt muss der Autofokus hier noch hinterherkommen. Okay, ich drücke. Genau, und ich gehe sozusagen, wenn die Tür aufkickt, gehe ich so raus. Ja, genau. Das heißt, ich gehe wirklich von der Tasche so vor mir, ne? Ja. Das muss man noch sehen. Dann gehe ich raus und hier hin. So, für das heutige Video haben wir natürlich auch ganz viele Essential Sounds gesammelt, beziehungsweise Umgebungsgeräusche mit dem Zoom H5, mit dem ich jetzt auch gerade aufnehme, weil auf der Kamera kein Mikrofon montiert ist. Ja, mit dem Audiogerät hier haben wir natürlich sehr viele Aufnahmen gesammelt von den verschiedensten Geräuschen, die hier im Gebäude herrschen, wie auch vom Fahrstuhl, weil der macht auch ganz lustige Geräusche. Und des Weiteren haben wir noch zwei LED-Panels benutzt, um so ein bisschen Licht zu setzen. Hier zum Beispiel eines, dieses fungiert jetzt als Keylight, damit mein Gesicht ein wenig beleuchtet ist, damit man mich überhaupt sieht hier hinten. Und dann haben wir hier noch unseren Deckenfluter, sage ich jetzt mal. Das Licht ist nach oben gerichtet gegen die Decke und so verteilt sich das Licht im ganzen Raum und wird gleichmäßig verteilt. Und ja, ist halt wie, ja, der Raum ist einfach heller.
Moin Leute und bitte. Moin Leute und jetzt wird nochmal gesynkt. 1, 2, 3, bam, geil. Nochmal. Nochmal Klatsch. So, der erste ist einmal nicht auf. Die nächste Aufnahme, weil Robert hat es wieder verkackt und jetzt filmen wir auch endlich in 4K. Ich bin voll gegen die Lampe gelaufen. Heute geht es um dieses schöne Paket, was ich gerade eben gefunden habe. Nun, das Ganze ist eine Steadicam. Was das Ganze ist, erkläre ich euch jetzt. Ich mache den Shot nochmal. Ich stehe sie nicht an. So, jetzt kannst du wieder nach vorne gehen. Wieder schön wide, ganz normal. Schön wide auf 75er Brennweite. Ja. Position, Bildausschnitt, Kamerafahrten. Wie lange hängt ihr jetzt an dem Ding dran? Alter, schon seit 19 Uhr. 18 Uhr. 18:30. Seit 18:30 hängen wir da dran. Bin ich genau mittig? Dementsprechend hat die Steadicam bei Hochzeiten für uns den größten Mehrwert, da dort meist ziemlich viel passiert und wir so die Location. Wenn die Steadicam nun zwischen 3 und 4 Sekunden benötigt, um in die Senkrechte zu kommen, ist die Steadicam sehr gut eingestellt. Dann müssen wir nur noch beobachten, ob die Kamera nochmal nach vorne, nach hinten, nach rechts oder links positioniert werden muss, damit sie wirklich komplett gerade ist. Wenn nun alles ausgedreht ist und wir die Steadicam frei herumschwingen, solltet ihr bemerken, dass die Kamera immer stabil bleibt. Hier sehen wir aktuell ein bisschen behind the scenes, das Battle zwischen einer Steadicam und einem elektronischen 3-Achsen-Stabilisator von DJI. Schaut auch gerne bei unseren Social Media Kanälen rein oder auf unserer Website, die auch wieder vor kurzem geupdatet wurde.